Danke, Herr Lücke. Damit es so einfach wäre, dass man eine Antwort hätte, aber auf jeden Fall eine Einführung. Agrarpreiskrisen können wir die Welt ernähren. Mein Name ist Klaffer von Carmon. Ich bin Mitglied der Fakultät für Agrarwissenschaften. Herr Isselstein hat am Anfang, da war ich noch nicht da, auch vorgetragen. Er ist auch in unserer Fakultät, vertritt eher dann eine naturwissenschaftliche Richtung. Ich vertrete eher dann die sozial- und geisteswissenschaftliche Richtung als Ökonom. Wir haben Agrarökonomen, die eher so BWL-orientiert sind. Das sind also Betriebsleitungen, wie leite ich einen Agrarbetrieb zum Beispiel oder auch einen Verarbeitungsbetrieb für Agrarprodukte, wie vermarkte ich und so. Und dann gibt es auch Agrarökonomen mit einer eher volkswirtschaftlichen Ausrichtung. Internationaler Handel, Agrarpolitik zum Beispiel, Agrarentwicklung. Und da gehöre ich eher zu, denn ich habe die Professur für Agrarpolitik. Agrarpreiskrisen können wir die Welt ernähren. Ich denke, ich fange am besten damit an, dass ich erläutere, was ist eine Agrarpreiskrise, wenn wir hier vorankommen. So, haben wir, wunderbar. Die FAO, das ist die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der UNO, produziert ein Barometer, veröffentlicht jeden Monat eine Art Barometer für die Lebensmittelpreis- oder Nahrungsmittelpreisentwicklung weltweit. Das ist ein bisschen kompliziert, wie man das statistisch erfasst. Da sind alle möglichen Agrarprodukte drin und für alle möglichen Länder der Welt wird das ein bisschen gemittelt und gewichtet, damit wir so eine Ahnung haben, wie teuer sind Nahrungsmittel auf dieser Erde insgesamt. Und wir sehen hier, dass das in den 90er Jahren und bis Mitte des letzten Jahrzehnts dieser Index relativ konstant geblieben ist, so um 100 geblieben ist, mit kleinen Bewegungen nach oben und nach unten. Aber dann kamen eben 2007, 2008 eine erste und dann hier 2010 bis, und wir wissen nicht, ob das jetzt abklingt oder ob das vielleicht noch länger anhält, zwei Preisspitzen, die häufig auch Agrarpreiskrisen genannt werden. Das ist, was wir uns darunter vorstellen, wenn wir diesen Begriff verwenden. Warum ist das eine Krise? Ja, weil das natürlich gravierende Folgen haben kann. Bei uns in Deutschland, wir geben vielleicht 12 oder 13% unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Das heißt, wenn die Lebensmittel etwas teurer werden, stört uns das nicht so furchtbar. Wenn Sie zum Beispiel in Mexiko, ein Schwellenland oder ein Entwicklungsland wie Pakistan leben, dann geben Sie vielleicht 30, vielleicht sogar 50 oder 70% Ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Und wenn die dann plötzlich sich verdoppeln im Preis oder erheblich teurer werden, dann heißt das, dass sie wirklich mit ihrem Einkommen am Ende sind irgendwann. Nicht? Dass dann ganz wichtige Sachen wie Gesundheitsvorsorge oder vielleicht die Schulausgaben für die Kinder dann gekürzt werden müssen, damit man die überhaupt nicht runterkommt. Das sind also gravierende Folgen. Sie sehen hier Bilder dann zum Beispiel von den Unruhen, die da entstehen. Wenn es nur politische Unruhen wären, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. In Nordafrika zum Beispiel haben diese Unruhen vielleicht sogar eine Demokratisierung zum Teil in Bewegung gebracht. Ne? Häufig in diesen Ländern, in Libyen und so weiter, in Tunesien, stecken in erster Linie Agrarpreissteigerungen, so ein bisschen dahinter. Die haben auf jeden Fall das forciert. Tragisch wird es natürlich, wenn wir sehen, dass aufgrund dieser Agrarpreisspitzen die Zahl der auf dieser Erde hungernden Menschen auf ca. 1 Milliarde gestiegen ist, von 7 Milliarden insgesamt. Ne? Und während der mir vorgegebenen 7 oder 8 Minuten hier für den Vortrag werden, das hochrechnet, ungefähr 116, 117 Menschen auf dieser Erde an den Folgen des Hungers oder der Unterernährung sterben. Können wir die Welt ernähren? Muss das so sein? Ich denke, es gibt einen Konsens unter den Wissenschaftlern. Nein, das muss nicht so sein. Hunger ist besiegbar. Wir können genug produzieren, wenn wir uns darauf konzentrieren und wenn wir eben die Verteilung besser hinbekommen. Hunger ist ein komplexes Problem. Es gibt viele Erklärungsansätze und Lösungsansätze und ich wollte jetzt im Folgenden einfach 4 Bereiche kurz anschneiden. Erstens eben die nachhaltige Erhöhung der Produktion ist ein wichtiger Punkt. Wenn die Weltbevölkerung weiterhin wächst und sie soll bis 2050 laut den meisten Schätzungen auf ungefähr 9 Milliarden weiter wachsen, dann müssen wir mehr produzieren, um die Menschheit zu ernähren. Und das heißt, wir müssen im Bereich der pflanzlichen Produktion und auch der tierischen Produktion gucken, wie wir das hinbekommen können, aber eben nachhaltig. Zum Beispiel mit Blick auf Faktoren wie Biodiversität, Wasserknappheit, Klimawandel und so weiter. Da sind natürlich eine ganze Reihe von sehr interessanten Forschungsfragen, die angegangen werden müssen. Konsumgewohnheiten ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir essen ziemlich viel Fleisch, erst recht in Deutschland. Weltdurchschnitt liegt bei, glaube ich, so ungefähr 45 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr Konsum. Aber das schwankt
120 Kilo pro Kopf und Jahr in den USA zum Beispiel, unter 4 in Indien. Eine riesige Bandbreite. In Deutschland sind wir da so bei 85, 86, glaube ich, momentan. Auch viel mehr, als wir ernährungsphysiologisch brauchen. Heute Morgen, Süddeutsche Zeitung auf der Titelseite, werden Sie sehen, da ist ein kurzer Bericht über eine neue Studie der Harvard University, wo Sie eben jetzt, denke ich mir, immer noch besser feststellen oder beweisen können, welche gesundheitlichen Folgen unser übermäßigen Fleischkonsum hat. Das Problem mit dem Fleischkonsum ist natürlich auch, dass ein Kilo Fleisch herzustellen mehrere Kilo Futter braucht. Das heißt, für ein Kilo Rindfleisch brauchen Sie vielleicht 6-7 Kilo Futter. Schweinefleisch ist ungefähr 3,5:1, Geflügel ist 2:1. Aber auf jeden Fall, wer übermäßig viel Fleisch konsumiert, beansprucht auch überproportional die Agrarproduktionskapazität dieser Erde. Und wir könnten, Fleisch ist ein wichtiger Teil der Ernährung. Man kann ja sich als Vegetarier ernähren, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wir müssen sicherlich nicht so viel essen, wie wir es tun. Und wenn wir weniger essen würden, dann bliebe an anderer Stelle vielleicht etwas mehr über. Verschwendung reduzieren. Heute wird eine Studie an der Bundesministerin, Frau Aigner, übergeben. Das haben die Kollegen in Stuttgart, ich glaube so ein Institut für Abfallwirtschaft, produziert. Und da wird konkret für Deutschland geguckt, wie sieht es aus mit Verschwendung von Lebensmitteln. Weltweit wird man, schätzt man das ungefähr bei 30%. Der auf dem Acker sozusagen, was auf dem Acker produziert wird, kommt im Teller nicht an. Das sind Lagerverluste, Ernteverluste, Verarbeitungsverluste und auch bei uns in den Haushalten, gerade in den Industrieländern, bei uns geht eine ganze Menge verloren, einfach weil es im Kühlschrank vergammelt, sage ich mal, oder weil wir dann ein bisschen zu viel auf den Teller nehmen und den Rest dann einfach wegwerfen und so weiter. Bioenergie ist ein weiterer Punkt, wo letztlich Lebensmittel verstärkt verwendet werden. Das wird stark subventioniert in Nordamerika insbesondere und auch in Europa. In Deutschland geht mehr als die Hälfte der Rapsproduktion letztlich in die Biodieselproduktion. In den USA schätzt man, dass ungefähr ein Drittel der Maisernte letztlich für Bioethanolherstellung verwendet wird. Das sind Produkte, die man natürlich essen könnte. Und die werden also stark subventioniert vom Teller sozusagen in den Tank. Und das ist natürlich eine kontroverse und wichtige Diskussion. Die Frage ist, wie können wir eventuell die Vorteile von Bioenergie realisieren, was jetzt zum Beispiel Klimagasausstoß und so weiter betrifft, ohne eben diese Konkurrenz mit dem Teller zu erstellen. Also ja, Hunger ist besiegbar, es ist komplex, viele Lösungsansätze, viele Forschungsfragen, zum Beispiel auch hier bei uns an der Georg-August-Universität. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht irgendwann einige von Ihnen dann bei uns in den Vorlesungen und Seminaren sehen und wir auch gemeinsam an diesem Problem uns heranmachen können. Vielen Dank.